Zürich Open 2006. Es ist die Abendveranstaltung, es ist das Abendmatch mit der ganz großen Favoritin des Publikums hier, mit Martina Hingis gegen Nathalie Deschi. Es ist das zweite Spiel von Hingis in diesem Jahr. Und viele sagen, eigentlich kann doch gar nichts schief gehen. Und wie so oft, wenn viele sagen, eigentlich kann gar nichts schief gehen, gibt es eben doch eine Menge Dinge, die gerade deswegen vielleicht problematisch sich entwickeln können. Natürlich, weil auch einiges auf den Schultern lastet von Martina Hingis. Und Sie werden gleich im Interview, im Pre-Interview von Nathalie Deschi hören, wo denn Ihre Chance womöglich liegt. Well, Nathalie, you're just about to face a legend on her home turf. Does that make things particularly difficult? Well, I think it's more exciting than it's gonna be, I hope, a good match, and I'm really happy to play her in her land and see what I can do. So the last match we had was really a tough one and a nice one, so I hope we can do the same. Well, the fact that you lost to her 5 times in a row, is that something one is aware of when one walks out there? It's been like long time ago, and the last one was really tough. I had my chances, so I know I'm getting closer, and just sometimes some series has to be broken, you know. Best of luck, thanks. Ja, hochinteressant, hast du schon gesagt, Jürgen. Die ist extrem entspannt, habe ich den Eindruck. Sie hat gesagt, ja, irgendwann reißt jede Serie mal. 5-mal gegeneinander gespielt, 5-mal verloren. Aber zuletzt in diesem Jahr, das war das 4. Turnier nach der Rückkehr von Hingis auf die Tour in Tokio, da war es etwas enger. 4-6, 7-5, 6-2. Also ersten Satz hatte Deschi gewonnen und war knapp davor, auch das Match zu gewinnen. Martina Hingis hat es wieder rumgedreht. Also ich glaube, Deschi spielt hier wesentlich lockerer gleich auf als Hingis, denn wir haben auch die im Interview vorher noch gesehen. Und die hat gesagt, natürlich ist man hier so ein bisschen angestochen in der Halle, natürlich lastet hier einiges auf den Schultern. Übrigens ist der Vater von Nathalie Deschi ja Mathematikprofessor, und das heißt natürlich auch, dass der weiß, dass jedes Gesetz der Serie irgendwann zu Ende ist. Die Leichtigkeit des Seins hoffen wir heute bei beiden zu sehen, und wir hoffen natürlich, dass Martina Hingis, um hier dem Publikum was zu bieten, ein Match draus macht. Denn von ihr hängt es letztlich ab eigentlich, ob sie die Gegnerin ins Spiel kommen lässt oder nicht. Aber es gibt ein paar, die hier auch vor der Halle, und deswegen sprechen wir so ein bisschen länger darüber, die durchaus gesagt haben, naja, das ist wieder typisch. Alle denken, Hingis gewinnt das glatt, aber die Deschi hat gut gespielt in der letzten Runde. Kann man natürlich auch relativieren. Die Gegnerin ist jetzt nicht unbedingt eine 5-malige Grand-Slam-Siegerin gewesen. Jarmila Gajdosova aus der Slowakei, Lucky Loserin, kam ins Hauptfeld, weil hier noch einige ausgepult haben, nämlich in dem Fall war es Shak Vedace, hat verloren, 3-6, 4-6, war immerhin solide. Martina Hingis im letzten Jahr hat sie hier nicht gespielt, ihr Comeback, viele sagen ja die Titelverteidigerin, warum übrigens? Weil sie 2000 hier gewonnen hat und zwischendurch nicht mehr gespielt hat. Kjöre, wir werden gleich nochmal ganz kurz den Matchball anspielen von Amelie Morris-Mohr. Mein Kollege Oliver Fassner hat das Spiel heute am frühen Nachmittag für Sie kommentiert. Und Oliver, der erste Satz war ziemlich eng. Der erste Satz war eng, wir haben aber sehr offensives Damen-Tennis gespielt, was ich sehr, sehr schön fand zu sehen. Sam Stosur, einer hat draußen heute gesagt, die spielte ja wie Pat Cash, sah natürlich nicht so aus, aber sie spielte wie er. Also wirklich voll Aufschlag nach vorne, oftmals mit dem zweiten, dritten Ball versucht, den Punkt zu machen. Die hat enorm viele Service-Winner-Punkte, knapp 20 gemacht, inklusive natürlich der Asse. Aber das war eine sehr gute Vorstellung von Sam Stosur, und bei Amelie Morris-Mohr hat man den Eindruck, sie versucht sich nach und nach hier auch in den körperlichen Rhythmus zu bringen. Die Schulter ist verletzt gewesen, hatte 2-mal eine Schulterverletzung in diesem Jahr, konnte deshalb Stuttgart nicht spielen, hat aber in Moskau zuletzt gespielt, gegen Vaidisova ein sehr enges Viertelfinale dann verloren, und sagt, sie ist nicht schmerzfrei in Moskau gewesen und kam auch nicht schmerzfrei hierher, aber bekanntlich ist es so, je länger man drin ist, umso besser wirkt das dann auch. Spielt gegen Hantuchova, die war anscheinend auch nicht schmerzfrei, ließ sich behandeln bei 6-5 Führung heute gegen Sugiyama, für mich nicht so ganz okay, dass man sich da behandeln lassen kann, dauerte 8-9 Minuten. Wir gucken jetzt nochmal auf die zweite Seite hier, was das Draw anbelangt. In diesem Jahr immerhin 6 der Top-10-Spielerinnen dabei, dazu Vaidisova als Nummer 11, also ein Riesenfeld. Und für die Schweizer ist es natürlich so, man hätte gerne 3 oder 4 Schweizer noch weiter gehabt. Und natürlich ist der große Traum gewesen, dass hier mindestens eine Schweizerin ins Endspiel kommen kann. Das ist ja noch der Fall.
Aber das Duell Schnieder-Hingis ist natürlich rausgefallen, weil Patty Schnieder gestern verlor gegen Hantuchowa. Und dafür haben wir noch eine Baczynski. Und die tritt hier nicht nur sehr gut spielerisch auf, sondern auch ausgesprochen selbstbewusst. Die sagt, ja, das ist doch alles prima. Weil auch wenn ich aufs Match aufschlage und die ersten Matchbälle nicht nütze, wie gestern gegen Myskina. Und dennoch ist es so, dass ich mich so gut gefühlt habe. Ich wusste, ich gewinne dieses Spiel. Allerdings die Russin auch mit Ermüdungsbruch im Fuß. Und deshalb 3-6, 3-6 verloren. Übrigens die Saison zu Ende für Anastasia Myskina. Für sie die erste ganz große Saison wieder nach vielen, vielen Jahren. Martina Hingis also gegen Nathalie Deschi, das Ganze mit Oliver Fasnacht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und wir hoffen auf ein richtig tolles Match. Die Gesetzen sind noch da. Also Moris Mo ist noch drin, die seit 31 Wochen die Nummer 1 der Weltrangliste ist. Wow. Wieder. Maria Sharapova wird morgen ins Turnier eingreifen. Und wir werden natürlich dabei sein. Sharapova morgen gegen Sharapir. Auch nicht unbedingt eine Freikarte für die nächste Runde. Und jetzt hier gleich, man merkt das auch hier an der Stimmung im Publikum. Es wird richtig ruhig. Selten war es in den Einschlagphasen so ruhig in dieser Woche. Diese Spannung ist zu spüren bis hier hoch in die Kabinen. Die sind jetzt nicht direkt über den Damen. Wir sind schon ein bisschen weiter oben hier auf der Tribüne. Hinter der Seite, auf der momentan Martina Hingis steht. Haben einen sehr guten Blick und man kann das hier wirklich spüren. Auch die Menschen, die direkt hier neben uns sitzen. Da ist eine Anspannung richtig gehend zu verspüren. Die wird auch Martina Hingis merken. Das merkt sie ja auch, die Sensibilität des Schweizer Publikums. Und ich darf nochmal sagen, also so leicht nervös wäre noch untertrieben, wie sie kurz bevor sie hier auf den Platz kam war. Das hat man gesehen in einem kurzen Interview mit dem Schweizer Fernsehen. Da wusste sie nicht, soll ich jetzt zum Interviewer kommen? Wie geht's weiter? Wo geht's raus? Wann bin ich fertig? Erstmal sehr versteinerte Miene. Durchaus fast schon so etwas wie Lampenfieber, meine ich, entdeckt zu haben bei Martina Hingis. Denn alle schauen auf sie. Und alle hier hoffen natürlich auf sie. Vor allen Dingen auch die Veranstalter. Es ist ganz klar, eine Hingis in Zürich darf heute aus vielerlei Hinsicht nicht ausscheiden. Aber es ist Sport, da gibt es keine Wünsche. Und ich bin sehr gespannt auf Nathalie Deschi. Es ist soweit. Der Mittwochabend, Halle sehr gut gefüllt. Ich würde mal sagen, es ist immer schwer zu schätzen. Aber 4.500 bis 5.000 könnte ich mir schon vorstellen, sind da 4.500 vielleicht. Wäre dann der beste Besuch bislang in dieser Woche. Zuschauerschnitt sehr gut, besser als im vergangenen Jahr. 6 Top-10-Spielerinnen am Start. Deschi gegen Martina Hingis. Es geht los. 5-mal gespielt, 5-mal hat Deschi verloren. Aber zuletzt war es knapp in Tokio. Erinnern wir uns nochmal an die Worte von Deschi im Interview zuvor. Kurz bevor sie auf den Platz ging, sie wirkte sehr locker. Jede Serie muss mal zu Ende gehen. Das ist keine ganz große Neuigkeit, keine große Erkenntnis, aber anscheinend mehr als nur eine Hoffnung. Wirkt sehr selbstbewusst, auch außerhalb der Halle hier. Von Nathalie Deschi. Wenn sie eben selbstbewusst ist, ist genau das ihr Tennis. Fühlt sich am Netz wohl, weil sie eine exzellente Doppelspielerin ist, weil sie unter anderem übrigens im Doppel vor ein paar Wochen die US Open gewonnen hat. Okay.
Also das erste Spiel gerät an Nathalie Deschi. Das ist für die Französin ein wichtiger Start in dieses Match. Nathalie Deschi, die zum vierten Mal hier in Zürich ist, war in der zweiten Runde in 2004 gegen Petrova ausgeschieden in drei Sätzen und 2005 gegen Dementieva. Und vor 7 Jahren, 1999, verlor sie in der ersten Runde gegen Chanda Rubin. Deschi 27 Jahre alt, Martina Hingis 25. Und der letzte Vergleich, also der allererste der beiden, der gemeinsame, ist 8 Jahre her, das war 1998. Bei den US Open. Das ist also, kann man sagen, ein Match zweier Spielerinnen aus der gleichen Generation Tennis. Sie brauchen diesen Schlag, allerdings dann natürlich mit mehr Präzision, diesen Konterschlag, Angriffsball aus dem Halbfeld heraus, wenn Martina Hingis zu kurz gerät. Dann nimmt sie den Schwung, nimmt den Ball früh, gehört zu ihrem Matchplan bei Nathalie Deschi. Gelöst, wie sie meist wirkt. Ob sie es dann ist, ist wieder eine andere Frage. Aber so ist sie heute nicht. Eins beide. Ah!
Das war schon sehr druckvoll gespielt von Martina Hingis. Sehr zwingend auch gespielt. Den guten ersten Aufschlag, einen sicheren ersten Aufschlag braucht Nathalie Deschi. Also sicher und doch platziert. Es ist auch nicht immer das hohe Tempo bei der Französin. Sehr gerne, das ist ein typischer Doppelaufschlag, spielt sie mit Kick nach außen, um sich das Feld für den anschließenden Volley zu öffnen, weil sie durchaus einige Male hier Serve and Volley spielt und spielen wird. Auf jeden Fall mit Zug nach vorne, aber nicht nur. Sie kann auch von hinten eine Zeit lang einen Ballwechsel mitgehen. Ah, hohes Risiko von Martina Hingis. Kann sie gehen, es ist ein Spiel als Rückschlägerin. Nicht jeder erwartet sofort das Break von ihr. Sie kann was ausprobieren, kann auch ihrer Gegnerin zeigen. Den versuche ich gleich später nochmal und irgendwann gelingt er. Und dann weißt du nicht mehr, was du mit deinem Rückhandcross machen sollst. Zurück zum vierten Spiel im ersten Satz. Hingis gegen Deschi, 1:2. Es knistert. Es ist so, als wäre es ein... Das wäre schon das Endspiel eigentlich. Vor diesem Match gab es etwas, was ich noch nie erlebt habe bei einem Tennisturnier. Da gab es nämlich einen Warm-Upper. Der Moderator, der hier auch in der Halle außerhalb einige Veranstaltungen macht. Der hat hier den Zuschauern einen Applaus abgerungen und mal probiert, wie es denn dann später sein wird. Wenn Martina Hingis auf den Platz kommt und natürlich Nathalie Deschi. Das war wie in der Showbranche, das war wie in der Fernsehproduktion. Aber Zuschauer haben mitgemacht, sind in guter Stimmung, haben gute Laune, haben Lust auf dieses Match, auf gutes Tennis. Hoffen wir alle. Thank you.
Strickmuster bei diesem Ballwechsel war komplett richtig von Nathalie Deschi. Es fehlte noch die Genauigkeit beim Abschluss, beim Vorhand-Longline. Da die Damen sehr häufig sich cross behaken und nicht nur diese beiden, sondern das ist generell im Damentennis zu sehen, ist einer der wichtigsten Bälle der Longline-Ball. Egal ob Vorhand- oder Rückhand-Longline. Eine Nathalie Deschi beherrscht diesen Schlag als Konterschlag. Ist sie dran, aber oh, da steht sie so gut am Netz. Das war Glück für Martina Hingis. Ein Punkt, den Nathalie Deschi machen muss. Der erste Volley viel schwerer als der zweite, schauen wir nochmal. Natürlich muss sie diesem Ball selber Druck geben, weil er mit relativ wenig Tempo ankommt. In einer Höhe, in der alles schwimmen muss. Aber für eine Doppelexpertin sollte das eigentlich kein Problem sein. Na, wir sind früh in diesem Match, gestatten wir ihr das mal. Acht Fehler ohne Not. Das zeigt die Risikobereitschaft von Deschi zum einen und der noch nicht vorhandene Rhythmus, die noch nicht vorhandene Präzision zum anderen. Der zweite Doppelfehler für die Französin und drei Breakchancen an Martina Hingis. Problem Ballwurf. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Hingis abdreht. So nach dem Motto, was ist das denn jetzt? Diese Situationen gibt es in der Halle sehr, sehr häufig. Ist auch eine Frage der Lichtverhältnisse. Muss man jeder Gegnerin, wie ich meine, gestatten. Aber vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Dann bitte ich natürlich um Entschuldigung. Hingis geht auf und ab, schüttelt ihr Handgelenk, ist sehr unruhig. Es ist ein besonderer Abend für Hingis. Der Druck ist ganz klar auf der Schweizerin. Und das dürfte ihr eigentlich gut tun. Dieses Break zum 3:2, auch nicht uninteressant, der Aspekt, dass sie jetzt erstmal sitzen darf, erstmal Ruhe hat und sich sehr konzentrieren kann auf ihr eigenes Aufschlagspiel danach. Break 4. 3:2 im ersten Satz. Vorhin gesagt, ganz interessant auch der Aspekt, macht man das Break zu einem Zeitpunkt, dass danach eine gerade Anzahl von Spielen ausgespielt wurde, sodass man gleich danach, nach diesem Break, seinen eigenen Aufschlag durchbringen muss? Oder hat man Zeit, sich darauf zu konzentrieren, noch einmal Kräfte zu sammeln? Natürlich auch sehr individuell, wie eine Spielerin besser mit der Situation klarkommt. Einige lieben es, dass sie dann einfach gleich sofort weitermachen können. Ich denke, Hingis hat es eher gut getan, dass sie nicht sofort wieder an der Reihe war. Schwerer Ball. Gut gemacht.
schwer, weil die Lichtverhältnisse speziell sind, weil sie hoch in den Scheinwerfer schaut. Hinges wollte schon zum nächsten Punkt, aber ich denke, der Aufschlag war ziemlich klar im Aus. Ja, auf den zweiten attackieren, das ist natürlich auch die Marschroute, die Nathalie Deschi mit auf den Weg gegeben wurde. Fehler. Chance zum Rebreak für Deschi. Ging gut los bei diesem Aufschlagspiel für Hingis. 15-0. Dann muss sie aber das 30-0 machen. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Drei beide. War schwer zu spielen. Also Break und Rebreak in diesem ersten Satz. Gleich zu 0. 0,40. Es droht der dritte Aufschlagverlust in Folge. Es wäre das zweite Mal ein Vorteil für Martina Hingis mit Break. Aus, ja. Versucht immer wieder diesen Longline-Schuss, ob Vorhand oder Rückhand. Mit der Rückhand spielt sie allerdings in diesem Satz bislang, bevorzugt Cross, Nathalie Deschi. Aber es ist auch richtig, das ist das Risiko, wenn der ins Aus geht, ist es wieder ein Fehler ohne Not, aber man weiß natürlich, wie er entsteht, weil sie natürlich mehr riskiert. Noch ein Breakball für Hingis bleibt. Und der erste Aufschlag kam seit dem 0,40 auch so, wie sie sich vorgestellt hat. Und wenn sie den ersten nicht brachte, wie beim Stand von 15,40,
kam der zweite ganz gut. Also insgesamt sicher serviert, 3 Punkte in Folge, 3 Breakbälle abgewehrt. Kleines mentales Hoch für den Moment, vielleicht nur für eine Sekunde, aber immerhin für Deschi. Sehr stark. Martina Hingis scheint sich momentan mit zu viel zu beschäftigen, was nicht immer nur mit ihrem Spiel zu tun hat. Auch mit Entscheidungen, mit der Gegnerin. Selbst wenn die mal einen Ballwurf abbricht, das ist eigentlich ungewöhnlich. Auf sowas sollte man eigentlich gar nicht erst reagieren, das musste abhaken. Spielball für Deschi. Sie versucht es weiter. Und jetzt ist es eben ein Fehler ohne Not in der Statistik. Und das ist der insgesamt 10. bei Deschi. Dem gegenüber stehen 8 bei Martina Hingis. Mehr machen aus diesen zweiten Aufschlägen von Deschi. Das ist Hingis natürlich klar. Nur umsetzen muss ich es erstmal. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es hilft ja nichts. Wir haben keine Möglichkeit nachzusehen und das würde uns auch nur dann was bringen und den Damen was bringen, wenn sie tatsächlich eine Challenge anfordern dürften. Haben wir nicht. Schiedsrichter sitzt zu weit weg. Wieder Break vor Hingis. Zürich ist besonders für Martina Hingis, weil sie hier mit 14, als 14-Jährige, ihr erstes Profiturnier bestritt. 2 Jahre später stand sie in der Saalsporthalle damals im Finale gegen Jana Novotná und verlor. Und 99 unterlag sie im Endspiel gegen Venus Williams. Gewonnen hat sie im Jahr 2000. Da war das Turnier in Kloten. Bis 2004 inklusive. Der Finalsieg gegen Lindsay Davenport. Hingis serviert bei 4-3, hat zum zweiten Mal in diesem Satz Break vor. Zuletzt konnte sie diesen Vorteil nicht nutzen. 0-15, zweiter Aufschlag. In einigen Phasen bewegt sie sich nicht gut. Immer wieder auch bei diesen Longarm-Bällen von Deschi zu sehen, das sind nicht immer nur völlig unerreichbare, aber er musste schon sehr, sehr schnell auf den Beinen sein, auch ein bisschen antizipieren, hellwach sein. Vielleicht fehlt da auch noch das letzte Quäntchen bei Martina Hingis, verdrängt und vernebelt durch ein bisschen zu große Aufregung, Anspannung, Druck. Das ist eine Situation, die Deschi nutzen muss. Unbedingt. Zum ersten Mal der Stopp. Deschi ist dran, der ist im Aus. Schlecht reagiert von Nathalie Deschi. Zum ersten Mal der Stopp. Die Schweizerinnen beherrschen diesen Ball allesamt. Das haben wir auch von Baczynski sogar gesehen, die im Hauptfeld steht und eine Runde um Runde weiterkommt. Patti Schnieder sowieso. Natürlich nicht nur die Schweizerin. Wäre doch Quatsch, das auf die Nation zu beschränken und auf die Spielerinnen der Schweiz.
Aber viele beherrschen dieses variable Spiel mit Dropshots auf der Tour nicht. Und wenn, dann ist es oft, um einfach, weil man keine Lust mehr hat auf einen langen Ballwechsel, einen zu beenden. Selten ist es taktisches Konzept dahinter. Gerade bei der jungen Spielerinnengeneration ist es manchmal auch eher ein Notschlag. Spielball Hingis. Jetzt ist sie vorne. Und die Chance hat Nadeshi wieder nicht genutzt. Das tut mir leid, das ist wieder schlecht reagiert gewesen von Deschi, die sich jetzt aber beschwert. Da sei ein Ball aus gewesen, und zwar der Aufschlag, denkt sie, war aus. Aber hat inzwischen schon wieder sich beruhigt, hat eingesehen, bringt ja sowieso nichts. Lässt sich nicht nachprüfen. Und nun serviert Deschi gegen den Satzverlust. Sie muss aufpassen, dass ihre Gegnerin nicht ins Rollen kommt. Denn dann könnte sie wirklich unter die Räder kommen, um beim Bild zu bleiben. Schlag. Vielleicht sehen wir die Zeitlupenwiederholung nochmal. Dann können Sie auch darauf achten, wo der Ball den Schläger trifft. Ich sage aber natürlich, vielleicht sehen wir sie nochmal, wenn wir sie nicht sehen. Jetzt vielen Dank an die Regie. Klasse. Hier, also da war eine Menge Rahmen dabei. Natürlich auch schwer, weil sie in das Chip spielt, als Defensivchip. Aber eine natürliche Flugbahn des Balles war das nicht zu 100%. Trotzdem Deschi bei diesen zu kurzen Bällen von Hingis oder sehr kurzen Bällen ist sie einfach nicht schnell genug. 15. Satzbälle für Martina Hingis. Wäre das dritte Spiel in Folge für die Schweizerin. Ab 3 beide. Mit Break gegen Deschi. Dann diesen eigenen Aufschlag danach durchgebracht. Trotz Rückstand. 0:30 nämlich. Und jetzt die Chance, mit einem weiteren Break den ersten Satz sich zu holen. Ich kann Nathalie Deschi nicht verstehen und es auch nicht wirklich akzeptieren. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum man sich so wieder zurückfallen lässt. Sie hat so gut angefangen in diesem ersten Satz und hat jetzt ein paar wirklich lapidare Fehler gemacht mit dem Satzgewinn für Hingis. Wir kommen zurück im ersten Ballwechsel des zweiten Satzes.
Da ist sie dran, weil sie sich jetzt besser bewegt, Martina Hingis. Auch den kriegt sie noch. Du musst den Punkt 3 viermal machen gegen die Schweizerin. Exzellent, bravo. Das war der beste Ballwechsel in diesem Spiel der beiden bislang. Deschi hat alles versucht. Aber welch verändertes Bild schon gleich zu Beginn des zweiten Satzes von Martina Hingis. Mit dem Satzgewinn sind ihr Zentnersteine von allem gefallen, was so da sein kann. Diese ganze Anspannung dahin. Zumindest in diesem ersten Punkt oder bei diesem ersten Ballwechsel hat sich Hingis besser bewegt als im gesamten ersten Satz zusammen. Gut. Man kann nur im Sinne des Matches hoffen, als neutraler Beobachter, dass Deschi ein bisschen länger mithält und ihre eigenen Akzente setzen kann. In der Lage ist sie dazu, das hat man im ersten Satz gesehen. Die Situation hat sich ein wenig verändert. Denn Hingis wird jetzt stärker spielen. Vielleicht pusht das auch Deschi. Na, klasse, 3 exzellente Punkte zum Auftakt. Weiter so. 15-30. Hören Sie den Applaus. Na, es gibt auch Grund dafür. Für die Schweizer Fans hier sowieso. Nach dem Gewinn des ersten Satzes, wo sie strauchelte, Break 4 lag, dann sofort ihren Aufschlag danach bei 2-3, also 3-2 Break 4, den Aufschlag zum 3-3 abgab. Dann aber 3 Spiele in Folge, jetzt das 4. Spiel in Folge für Martina Hingis ab 3-3 zum 6-3, 1-0. Und das sind die Zahlen, also erster Aufschlag, das ist freilich verbesserungswürdig bei Martina Hingis. Interessant ist die Statistik, wie viele Punkte sie geholt hat, über welchen Aufschlag. Über den zweiten hat sie von 9 nur 2 Punkte gemacht, Nathalie Deschi. Das ist die Anfälligkeit und umgekehrt bei Martina Hingis doch immerhin nur 5-mal den Punkt über den zweiten nicht gemacht. Der zweite von Deschi ist ganz klar, ich will nicht sagen die Krücke, aber die Achillessehne. Und den muss Hingis noch viel mehr attackieren. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass wir von Deschi nur hoffen können, dass sie wieder ein bisschen mehr riskiert und häufiger und schneller vielleicht ans Netz vorkommt. Von der Grundlinie ist der Rhythmus von Hingis jetzt weit besser als über fast den gesamten ersten Satz. Und das wird sich auch zeigen, was den Druck angeht auf Deschi. Linienrichter hat sich selbst sofort korrigiert. Das muss man ihm dann auch zugestehen. Nee, von ihr kam das Correction nicht. Also, dass der Ball aus war, glaubt keiner. Aber wie gesagt,
Fehler sofort erkannt. Addison Lang lässt es natürlich dann so weiterlaufen. Das ist dann schon richtig. 0-1, 15-30. Auch ein sehr, sehr langer Ball von Hingis. Ja, lass dich da hinten nicht festnageln an der Grundlinie oder gar ein, zwei Meter dahinter von Hingis. Das ist etwas, was wahrscheinlich ihr Mann Michel seiner Frau Nathalie zurufen wollte. Coaching ist am Ende eines Satzes erlaubt. Aber nicht mehr wie in der Testphase, auch während eines Satzes bei einem Seitenwechsel. Das ist abgeschafft worden. Guter Konter. 30-40. Ist auch eine Frage des Zutrauens, des sich diesen Ball zutrauens. Bleibt ein weiterer Breakball für Martina Hingis. Und jetzt läuft so, wie Hingis das will. Jetzt spielt die Gegnerin auch eher in die Karten, ganz klar. Die Bälle von Hingis haben allerdings jetzt auch mehr Länge. Es fällt Deschi schwerer, selbst aktiv zu werden, selbst mal den Schritt ins Feld zu gehen. Break vor und Satz vor. Rückhand funktioniert gut, Rückhand arbeitet gut. Es ist der fünfte direkte Punkt über die Rückhand im Match. Auf Seiten von Deschi werden zwei registriert und das möchte ich anzweifeln. Direkter Punkt, so dass Hingis noch an den Ball kam, gab es mindestens schon vier über die Rückhand von Deschi. Sie hat uns gerade zu Beginn des ersten Satzes oft den Rückhand-Cross angeboten und den sehr erfolgreich auch gespielt. Das sieht gut aus jetzt für Hingis. Das ist das sechste Spiel in Folge. 6-3, 3-0.
Klingt nach viel im zweiten, ist nur ein Break, aber vielleicht zu viel für Dishi. Zeitung, Tennismagazin zum Turnier, zu den Zürich Open, wurde natürlich ganz groß thematisiert. Willkommen zu Hause, the girls are back in town. Martina, was für ein Comeback. Patty 2005 in Zürich im Final, die beiden Köpfe in einem großen Ball sozusagen geformt. Martina Hingis bleibt die Nummer 1 beim Waschen, hat einen Werbevertrag verlängert. Eins ist sicher, beim Waschen schlägt mich keine, hängt sie da über einer Waschmaschine. Wenn das hier also heute ihr Waschraum ist, dann hat sie momentan alle Gänge drauf. Im ersten war es eher der Schongang. Und ich muss bei diesem Bild bleiben, denn wenn ich mich in dieses Bild reinreite, dann muss ich die Farben auch ausspielen. Im Moment bringt sie Dishi mehr ins Schleudern. Ich weiß, den können Sie gleich abhaken. Ist aggressiver, geht dem Ball mehr entgegen, trifft die Bälle früher. Tempo ist Dishi im Moment zu hoch. Und sie selbst kann keinen Druck entwickeln, weil sie zu häufig unter Zeitdruck ihre eigenen Bälle spielen muss. Sympathien heute für Hingis, aber Dishi ist eine hier auch sehr beliebte Spielerin und das war Anfeuerung für die Französin. Dieses Schweizer Publikum hier in Zürich in den letzten Tagen auch schon, aber vor allen Dingen heute ist mir das aufgefallen, ein sehr fachkundiges und ein sehr faires. Gut. Es kommt aber auch alles zurück. Und es kommt jetzt nicht einfach nur noch so zurück wie im ersten Satz lange Zeit, sondern es kommt jetzt mit Druck und sehr, sehr flach auch gespielt. Knapp übers Netz, viel Tempo. Es kommt zu schnell zurück für Nathalie Dishi. Das ist eine intelligente Spielerin. Die weiß schon, was sie falsch macht. Allein es umzusetzen so schnell ist eben einfacher gesprochen als dann getan. Aber sie kommt auch gar nicht mehr in die Situation, so einen Druck aufzubauen, dass sie mal ans Netz rankommt. Das wären momentan eher Harakiri-Aktionen. Oh, der war aber aus. Oder? Na, knapp war er auf jeden Fall. Aber für Hingis läuft es jetzt ein bisschen besser und nicht nur das, es läuft sehr gut. Zwei Breaks vor, Satz vor, da hält sie sich mit so einem Ball nicht mehr auf und kann jetzt darüber ein wenig grinsen. Auch der Gesichtsausdruck von Hingis hat sich deutlich verändert. Guter Angriffsball. Spielt sich jetzt leicht. Natürlich zu leicht aus Sicht von Dishi. Okay.
13. Irgendwie ein Trauerspiel, dass Deschi eben so zurückgefallen ist. Gleich auch durch das Break zu Beginn. Ja, schade. Aufmunternder Applaus für Martina Hingis. Nathalie Deschi steht schon ein paar Sekunden und wartet darauf, dass sie es vielleicht noch schafft, diese Höchststrafe zu umgehen. 3-6, 0-5. 1-5 klingt natürlich am Ende besser, oder 1-6 natürlich dann. Das ist gut. Ja, kleines Gastgeschenk für die Französin. Nathalie Deschi in der ersten Runde gegen Gajdusova. Ja, 6-3, 6-4. Viele sagten, gut gespielt. Ist die Frage, Gajdusova, Lucky Loserin. Kann man schon mal 6-3, 6-4 schlagen. Gegen Hingis eine Zeit lang im ersten Satz sogar die bessere Spielerin gewesen. Die war mehr da von Beginn an. Die hatte da keine Scheuklappen vor dieser besonderen Situation, ist auch klar. Hingis ist natürlich was anderes, dort wo sie ihr erstes Profiturnier spielte. In Zürich. Alle erwarten von ihr, dass sie immer eine Runde weiterkommt. Ja, und Deschi hat mal wieder eine Statistik klar gewonnen, wie häufig. Nämlich die der Fehler ohne Not. Alles Fehler. Im ersten Satz hauptsächlich, weil sie Druck gemacht hat und es waren vielleicht ein paar Zentimeter. Das war Risikobereitschaft. Im zweiten sind natürlich eine Menge auch dabei, die auch durch den Kopf zu erklären sind. Tut mir leid, ich finde die Reaktion von Martina Hingis, wenn der Ballwurf bei Deschi nicht klappt, finde ich nicht okay. Das hat man im ersten Satz, ich habe da gesagt, vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, aber es hat sie jetzt schon wieder gemacht, das muss doch nicht sein. Soll sie doch durch Spielen überzeugen, dann wird sie noch mehr Herzen gewinnen, die Martina Hingis, wenn sie darüber hinaus sowas dann eben lässt, so eine Geste, so eine Reaktion. Oder bin ich da zu streng? Ich weiß es nicht. Beurteilen Sie das selber. Aus. Also Nathalie Deschi hat ein Spiel. Und Martina Hingis serviert auf den Einzug in die nächste Runde. Diese nächste Runde ist Viertelfinale. Gegnerin wäre Kuznetsova oder Jankovic. Ein Spiel, das morgen stattfinden wird.
zweimal aufgesprungen, schon auf dem Boden. Ich habe es gesagt, Deschi muss mutiger werden. Und sie kann jetzt mutig sein. Hat ihr Spiel gemacht. Es ist kein zu null. Und jetzt ist alles andere nur noch ein Bonus aus der aktuellen Sicht für Nathalie Deschi. Solche Spielerinnen können gefährlich werden, auch wenn du mit zwei Breaks vorne liegst, wie Martina Hingis. Gut serviert. Nach 0:40 Einstand. Natürlich hat Martina Hingis keinen Bock darauf, hier ihr Aufschlagspiel abzugeben und irgendwie noch einen Strohhalm rüberzureichen an Deschi. Also möglichst schnell hier das Ganze ausmachen und als Erfolg verbuchen. Kommt der nächste Breakball. Der insgesamt fünfte. Der vierte in diesem Aufschlagspiel von Martina Hingis. Also ist das der kleine Strohhalm oder wie groß und wie stark ist dieser Halm, den Hingis an Deschi rübergibt? Immer noch ein Break vor, die Schweizerin. Also was ist noch drin? Nathalie Deschi, neue Bälle, neue Hoffnung, Break zurück. Das ist eine reine Pflichtaufgabe jetzt für die Französin bei 2:5. 3:6, 2:5, genauer gesagt, gebe ich Ihnen gerne weiter. Wir werden es auch gleich wieder einblenden. Der ist im Aus. Und zwar ziemlich weit im Aus. Und wieder schlecht bewegt von Hingis. Es ist so ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten. Damit meine ich nicht irgendwie damals im Schützengraben, sondern eben vor kurzem eigentlich im ersten Satz zu Beginn dieses Matches. Da wirkte sie wie blockiert. Deschi hat jetzt nur eine Chance, diese kleine Schwäche von Hingis wieder irgendwie zu ihrem eigenen Gunsten umzudrehen.
jetzt muss der Longline-Ball kommen. Oder so, aber das doch nicht. Nathalie Deschi wieder von A bis X. Alles richtig gemacht, aber Y und Z hat nicht richtig geklappt. Also ich denke, ein Longline-Ball wäre besser gewesen, denn sie war weit auf ihrer Vorhandecke, Martina Hingis. Dieser Cross hätte dann Kurzcross gespielt gehört. So aber macht Hingis den Punkt. Matchball. Noch ein Matchball. Auch wenn das sehr deutlich aussieht für Martina Hingis. Sie sind Tennisexperte zu Hause und Expertinnen, das wissen wir. Sie ahnen, das kann ganz schnell kippen. Allerdings muss sie dafür eine Menge tun, Nathalie Deschi. Aber möglich ist es noch. Aus. Einstand. Und wie ist es möglich? Jetzt dieses Aufschlagspiel gewinnen, sagt er, ist eine Pflicht. Klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Wären 3-5. Ein Break gegen Hingis scheint möglich und ist nicht so weit weg. Dann steht es 4-5. Dann muss allerdings Deschi sehr cool bleiben. Aber es ist Tennis. Da ist schon so eine Menge passiert. Und jetzt kommen sie wieder. Jetzt ist wieder dieser Konterball da von Deschi. Also der Beginn des ersten Satzes dieses Matches, die ersten 5 Spiele ungefähr. Das wird jetzt nachgespielt ein bisschen. Wieder eine gute Phase für die Französin. Da hält sie dran, natürlich. Exzellent gespielt von Deschi. Ja, sie ist wieder da. Und interessant, dass bei dem Ball von Martina Hingis, der nicht ausgegeben wurde, sogar das Schweizer Publikum geraunt hat. Das war ein Ball davor natürlich. Auch kein guter Angriff, kein guter Moment anzugreifen von Hingis. Die Länge hat sowieso nicht gestimmt. So. Und jetzt kommt Hingis zum zweiten Mal. Und schlägt aus dem Match auf. Nathalie Deschi zeigt an, kriegen sie gerade nicht eingeblendet, weil wir auf Martina Hingis bleiben. Ist auch okay. Zeigte Hingis gerade, wie weit der im Aus war. Ist doch nett. Hingis bleibt hinten. Das wäre ihr fast zum Verhängnis geblieben. Aber Deschi in dem Moment nicht spritzig genug, nicht schnell genug auf den Beinen. Auf dem falschen Fuß erwischt, könnte man auch sagen, aber das wäre geschönt. Noch 2 Punkte für Hingis. Aus, weit im Aus. Sich beide. Wir alle ahnen, glaube ich, wie die Reaktion ausfallen würde, wenn Hingis dieses Aufschlagspiel abgibt. Die Reaktion von Hingis.
Wir haben kein Challenge. Es hat keinen Sinn zu diskutieren. Jede Spielerin akzeptiert hier in der Regel die Entscheidungen, weil sie weiß, warum soll ich darüber noch nachdenken? Also Martina Hingis, zurück zur Grundlinie, zweiter Aufschlag. Es steht 30 beide, es läuft noch gut. Aus ihrer Sicht kein Grund, hier Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Selbst schuld. 30-40. Die Schweizer Zuschauer hier in Zürich haben ein so unglaublich großes Herz auch schon für Patti Schnieder in dieser Woche entwickelt. Und das zeigen sie heute auch Martina Hingis. Breakchance, zweiter Aufschlag. Was macht der Ski? Nichts. War knapp, aber war aus. Das sind locker 5000, die heute Abend den Weg in die Halle gefunden haben. Die meisten wollen Hingis siegen sehen. Alle wollen gutes Tennis. Gerne auch noch länger in diesem zweiten Satz, wenn der Ausgang stimmt. Matchball Nummer 3 für Martina Hingis. Auf Shake Hands bin ich auch schon gespannt. Matchball Nummer 3. Mein Gott. Oh, jetzt löst sich Anspannung. Okay, gut. Gut, das war okay. Also, es löst sich Anspannung, es löst sich Nervosität, auch ein bisschen Angst und Bammel vor dieser Situation. Das macht sie ja menschlich. Ist doch okay. Vieles ist Unsicherheit, was man ihr als Arroganz auslegt. Aber ich bleibe dabei, die ein, zwei Szenen waren nicht schön. Nathalie Deschi hatte ihre Chancen, hat streckenweise gutes Tennis gespielt. Aber so ist es oft bei Nathalie Deschi, dass sie streckenweise gutes Tennis spielt. Hingis ist weiter. So, die nächste Gegnerin wird ermittelt morgen. Das wird eine schwere Gegnerin. Svetlana Kuznetsova oder Jelena Jankovic. Liebe Zuschauer, morgen sind wir wieder da. 13 Uhr Aufzeichnung, 14 Uhr live. Bedanke mich im Namen von Jürgen Höttger. Ciao, sagt Oliver Fasnacht. Noch viel Spaß bei Eurosport.